Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Wir befinden uns mit unserem kleinen Freund hier direkt vor den Toren dieser großen Stadt und werden jetzt mal reingehen. Gucken, was uns da erwartet. Cool, ich habe genau beim letzten Mal aufgehört, genau vom Speicherpunkt. Nun gut. So. Komm, nimm meine Hand. Wir laufen zu zweit. Da hängt ein kleiner Anzug. Da reinwerfen? Nee. Na gut, dann können wir da rein. Komm. Komm mit, hier drin ist es warm. Beim Bekleidungs... Was ist denn das hier? Ist das eine kleine Kneipe? Oder ein Restaurant oder sowas, ne? Ich lass doch mal die Schuhe liegen. Alter, läuft immer... Ja, wenn man direkt drauf zuläuft, dann... Und ich drücke immer diesen einen Knopf da hinten. Den Trigger, damit ich einfach gleich alles zu packen kriege, wenn ich irgendwo... Komm, hat er natürlich immer gleich als erstes... Ein Schuh in der Hand, wenn er drüber läuft. Logischerweise. Wir haben es ein bisschen mit ihrem Fernseher, ne? So, du musst mir helfen. Einer von uns muss hier durch. Ja, genau. Und du bist es. Und rein da. So, ich guck mal, ob ich dich holen kann. Ich muss, glaube ich, vom Fernseher zu Fernseher springen. Das mache ich mal. Mehr Schwung haben. Gleich geht es los. Gleich fliege ich in die Luft. Pass auf. Ja, warte. Okay. So ein bisschen Schwung holen, damit wir auch darüber kommen, nicht, dass wir gleich runterfallen. Ja, du kannst mich so viel rufen, wie du willst. Ich komme ja gleich. Zack. So, gehen wir hier rein. Ich glaube, irgendwie müssen wir ihn ja nachholen. Ja, warte. Ich habe hier einen Fernseher, wenn du dich... Genau. Perfekt. Oh, das kannst du. Okay, jetzt bist du ganz da oben. Na gut, ich komme hoch. Ich habe hier eine Treppe gesehen. Wo ist das Treppchen? Da, da ist das Treppchen. Kannst du deine Hand rausstrecken, um mich zu fangen? Geht das? Ja, perfekt. Im Anlauf. Ich meine, fangt mal eine Person mit einer Hand irgendwo im Abgrund. So wie den ganzen Action- und Horrorfilmen. Das schafft man natürlich nicht, ne? Natürlich übertriebener Quatsch, aber naja. Ups. So. Hier sind die Balken stabil. Rein geht's. Da hängt schon wieder so ein komischer Typ. Kann ich hier durch? Ja. Mit meinem dicken Kopf komme ich hier durch, oder? Oh. Ah. Gehen und den Fernseher will ich ausmachen. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Poltergeist. Das kleine Mädchen konnte doch auch zum Einstellen der Sendung L benutzen. Okay. Die konnte ja auch mit den Leuten da im Fernseher reden. Eieiei. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist die Tür vom Intro, ne? Was wir gesehen haben, jetzt sind wir im Fernsehgerät drin und wir können nur in Zeitlupe laufen. Natürlich können wir das nur. Kommen wir doch niemals hin. Das ist ein Korridor, der ist ellenlang. Ich glaube, kurz bevor man da ist... Wie immer. Hat sie uns gerade gerettet vom Fernsehgerät? Anscheinend. Schon ein bisschen eklig. Los, komm. Hier raus. Nichts anmerken lassen. Okay, das ist schon ein bisschen eklig. Pass auf, den können wir bestimmt schieben. Das ist ja ein Rollcontainer. Komm her. Helf mir mal. Okay, so nicht. Dann können wir ihn wahrscheinlich ziehen.
los. Das reicht schon. Komm. Ein Spielplatz. Oh. We're gonna have so much fun. Das ist immer ein einladender Spielplatz. Könnte eine alte Schule sein, ne? Aber ich glaube, wir müssen hier über diese Wippe gehen. Einfach damit wir ein bisschen wippen können. Komm, setz dich drauf, es hat Spaß. Hast du keine Lust? Möchtest du nicht wippen? Na gut, dann komm hier mit. Ist auch ein Ball. Willst du Ball spielen? Ich kann ihn werfen zu dir. Pass auf, bleib stehen. Ja, los. Hol ihn. Okay, sieht eher aus wie so ein Medizinball. Gucken wir jetzt hier weiter. Kommen wir in die Schule rein? Einfach so kommen wir natürlich nicht rein. Nee. Da muss es einen anderen Weg geben. Hier. Da hat sich schon jemand aus der Schule abgeseilt. War ihm wohl auch zu viel. Kann ich verstehen. Schule war auch nicht mein liebster Kram. Naja, ging eigentlich. Ich glaube, ich fand die Schule gut bis... Ach, eigentlich war die ganz okay. Muss ich gerade überlegen. Abitur war ein bisschen nervig, aber sonst war alles okay. Oh, hier, noch ein kleiner Schuh. Jetzt, du hast gar keine Schuhe, komm, zieh an. Komm mit. Wieso brennt es da? Scheint ja noch jemand da zu sein. Das Licht brennt. Ja, okay, diese Bilder sehen nicht gerade einladend aus. Hm, versuch mal an den Schalter ranzukommen. Ja, Mann, ey. Ach, der hat mal Staubwischen hier. Das ist ein Licht. Aber warum ist da ein Licht? Was soll das? Na gut, komm mal mit. Gehen wir hinten mal rein. Vielleicht können wir durch die Türen gehen da hinten. Können wir wahrscheinlich. Oh, da geht's rein. Da liegt noch ein Ball. Okay, hier liegen ganz viele Sachen. Warte mal, hier weg. Papierflieger. Ein Papierflieger? Warte mal. Kann man den cool werfen? Okay, der fliegt nicht schlecht. Okay, da kommen wir nicht hoch. Okay, vielleicht nehme ich... Ja, pass auf, ich nehme auch diesen Ball mit hier. Kleiner Baseball. Vielleicht können wir den ja benutzen, um den da in diesen Lichtkegel zu legen, weil ich weiß zwar nicht, wofür das gut sein sollte. Diese Tür ist zu, aber vielleicht machen wir es trotzdem mal. Sie nimmt die Dose mit. Also hält sie jemand das Licht hier? Was bringt nichts. Ja, geh mit deiner Dose dahin. Also irgendwas will er ja zeigen. Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Mal kurz gucken. Irgendwas müssen wir finden, was man da hinhalten kann vielleicht. Bloß was ist die Frage. Hier so ein Würfel. Ist auch ein Auge drauf. Auf dem Würfel, wie man sieht. Bringt uns das was? Na, lauf, du kleines Männchen, lauf. Was ist hiermit? Nee. Ja, was soll man denn hier machen, ist die Frage. Können wir das Licht wieder anmachen? Okay, dann kann ich das auch wieder anmachen, aber gucken wir uns das Bild mal genauer an. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Augen rausgebrannt. Das ist eine Tür dahinter bestimmt. Pass mal auf. Mach mal aus. Wir gehen nochmal hin und gucken nochmal, ob wir irgendwas finden. Muss ja irgendwas sein. Hier drüben die Tür können wir nicht benutzen, ne? Ne, sie hilft mir auch nicht, also. Beziehungsweise er. Was gibt's denn hier noch so? Sieht so offensichtlich aus, als ob hier oben irgendwas liegt. Ja, noch
Dose glaube ich nicht. Habe ich da hinten noch und diese andere Würfel da? Nehmen wir den kurz mit. Hey. Ist natürlich gar nicht so. Weiß auch gar nicht, was man da. Was das sein kann, was die da sehen will. Das ist doch komisch. Komisch, komisch, komisch. Da oben ist auch so ein Loch im. Also da kann auch jemand durchgucken. Was gibt's denn noch hier? Kann man da hochklettern? Ich komme höher, komme ich leider nicht. Ich kann nur bis die kleinen Stücke. Aber da liegt auch irgendwas auf diesem. Auf diesem Bett hier. Aber da komme ich auch nicht hin. Hier, was, eine Unterhose haben oder ist das? Kann ich einsammeln. Eine Dose mit. Da haben wir bald auch alles hingebracht, da. Hier liegt auch noch eine Dose. Oh. Warte. Nein, eine andere Dose. Das ist doch merkwürdig. Naja, sie hat ja auch eine Dose hingehalten. Vielleicht meinte der auch die Dose. Mal gucken. Sie alles nicht zu interessieren. Okay, so kann man es auch machen. Was ist los? Ich wusste jetzt nicht, dass man da was gegenwerfen musste. Ach komm, mal wegräumen hier. Liegt alles im Weg. Und hopp. So. So geht's weiter. Oh. Sieht aus wie eine Falle. Komm mit, stell dich mal mit hier drauf, wir müssen glaube ich runter. Nimm deine Hand. Und hüpfen. Los, du hilfst mit. Hüpfen. Na gut. Vielleicht von hier raus hüpfen. Pass auf, bleib stehen. Ja, jetzt hüpfst du. Ah, okay, so geht das. Timing! Okay. Das klappt doch wunderbar. Ich glaube, ich höre Schritte da oben. Das ist die Frage, wer da oben rumläuft. Durch. Okay, einfach so rüberhüpfen. Klappt ja nicht. Darf aber runter. Komm, helf mir ziehen. Reiß es ab. Die alte Lüftungsschacht. Das ist doch gut. Was war das denn bitte sehr? Da gehen wir nicht rein, diese Tür. Ich bin ein bisschen. Oh, das ist hier ein Eimer. Können wir da mal was machen? Ne, der hängt da nur. Okay. Ganz im Ernst? Ist mir gerade dieser. Ist das eine Falle oder allgemein? Warte mal, guck mal hier. Das ist ein cooles Spiel. Achtung, ab im Mülleimer treffen. Ja, Punkt. Das ist die Falle, das Brett hier, ne? Oder? Wenn wir den Ball mitnehmen sollen, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Da läuft noch ein Kind. Damit hätte ich wahrscheinlich die Falle auslösen können.
natürlich gut, dass ich. Ich hab's nicht gesehen, aber. Okay. Lässt den Ball fallen, brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Was ist denn ein Kind? Muss man da hinten hinlaufen und hier reingehen? Wir gehen erstmal hier rein. Mein Gott! Alter Scherzkeks. Sag mal! Ja, was hackt bei euch hier? Kleinen Strolche hier. Hier und die Richtung. Hinten sitzt ein Affe. Da ist ein, da, schon wieder ein Kind. Okay, also so richtig willkommen scheinen wir hier nicht zu sein. Na gut, pass auf, machen wir das. Hier rauf. Und hopp. Es gibt ja nicht ganz wenig Ballen hier, ne? Guck da. Kommt das von hinten, alter Schwede? Wie fies sind die denn drauf, bitte sehr? No! Ach so, warte mal. Vielleicht nehme ich ducken gleich sofort. So, nochmal. Ja. Schon ein bisschen fies hier der ganze. Oh, hier hat jemand gemalt. Ach, wie süß. Kleine Kindermalbilder. Okay. Warum laufe ich ein Papier, so ein Papierbällchen rum? Kommst du raus, wenn sie weg sind? Erstmal über diesen Vorschlag haben wir hier. Da kriegt sie jetzt der eine hier auf den Kopf. Guck mal auf. Als ob das so machen sollte, aber jetzt bin ich sauer. Okay, wie hat er ich nicht im Weg schon. Ja, ich weiß, dass sie in die andere Richtung gerannt sind mit dem Mädel, mit dem Freund, aber wir müssen ja in die andere Richtung. Ich denke mal, hier geht's aber weiter. Da ist ein Schlüsselloch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall a key. Irgendwas Gruseliges. Das Gruselige ist einfach, dass man einfach nur die Gesichter auch nie sieht von denen, ne? Gut, du musst alle lernen. Ah, okay. Ich dachte, die Lehrerin würde mich nicht sehen. Okay, da oben ist der Schlüssel, habe ich gesehen. Aber da muss man sich schleichen wahrscheinlich. Guck mal. Alter! Sieht mich ja sofort! Was können wir denn da machen? Warte mal kurz hier. Na, sie guckt mal kurz weiter. Ja, ich habe hier noch was für euch, was ihr lernen müsst. Punkt.
eklige Tante. Das, also, ist eigentlich wie in der normalen Schule so, ne? So sind die Lehrer immer gewesen. Was sie da gerade lehrt. Weil der Punkt kommt immer an dieselbe Stelle, immer in die Mitte der Tafel. Schlüssel bekomme ich nicht einfach so. Vielleicht. Hier vielleicht hoch irgendwie? Ah, okay. Ja, dann kann ich den hier rausziehen. Raus geht's nicht. Kann man hier noch, mal, noch weiter raus? Auch nicht. Okay, hier geht's auch irgendwie nicht weiter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hab Angst, das gibt's ja gleich wieder um. Krieg ich's nicht. Krieg ich also gar nichts. Mist. Wenn die Tür sich schließt, öffnet sich eine zweite. Oh, schlimm, jetzt müssen wir hier wieder durch zurück, was natürlich sehr nervig ist. Okay. Sie guckt runter. Kinder mögen es auch nicht so gerne hier, wie man sieht. Das ist die Frage, wo die hingehen, ne? Sollen alle nach unten gucken? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist für uns nicht schlecht. Was für eine fiese Lehrerin, nehmen wir den Ball. Weiß nicht, wie weit sie mich übersehen kann hier. Wahrscheinlich so ganz raus hier. Und laufen zur Tür. Weit, wo ich hin will. Der geht automatisch. Automatisch. So.
Aha. Ein kleiner Psychopath. Der ist festgebunden. Das heißt, der wird nur einen bestimmten Radius haben. Wahrscheinlich der Kreideradius, den er malt. Das ist der Radius, wo er nur durch kann. Okay, da komme ich aber nicht durch. Hm. Und da liegt was, was ich haben soll. Na? Ah, okay. In der Zeit, wo er hinfällt, haben wir vielleicht die Chance. Dem Typen noch eine knocken, aber das klappt nicht. Das machen wir jetzt nochmal. Das liebe Vogel. Kann man den nicht eine ballern? Das kann funktionieren. Oh, hast du mich gefilmt? Oh, was? Ah, das ärgert mich gerade. So, nochmal. Glaube ich auch gar nicht killen. Aber das wäre so cool gewesen. Na gut. Verlacken, also ich habe jetzt gerade die Dings bekommen. Na sag schon, verlockend, so verlockend. Das war wahrscheinlich so ein Erfolg, den man hier spielen konnte. Und ich habe den bekommen, weil ich natürlich nicht gekillt habe. Was natürlich komisch ist. Ich dachte jetzt, ein Kill wäre es natürlich am einfachsten gewesen, aber egal. So. Verstecken irgendwo, das machen wir nochmal. Komm, steh auf. Das ist auch ein ekliges Viech, du. Nein! Bin ich runtergefallen. Ich will eigentlich nur schnell diese Kiste reinlaufen. Nein! Ach du Scheiße, ich hätte über das Schulheft da laufen sollen, ne? Mann!
Nein, was macht er denn immer? Oh. Ein Schritt zu weit und das war's. Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich so eine blöde Stelle. Ja, eigentlich ist es doch ganz easy. Man soll nur da links schleichen, mehr nicht. Mal. Kuckuck! Ist da wer? Nein! Ich hab eben mal meine Schnapsvorräte berührt. Ja. Nicht da runter. Da. Ja, Flasche schön mit. Gehen wir hier hin. So, jetzt hier hoch. Okay, aber da sie so einen langen Hals hat, wird sie wahrscheinlich hier auch irgendwie hochkommen können. Und zwar, sobald wir das Brett da. Hier mit dem Kopf hinterher? Ne, ich hoffe nicht. Ah, wunderbar. Gut, da hinten läuft sie. Runter, wie man sieht. Jetzt sitzen wir wie so ein gekautes kleines Mädchen. Ne? Zack. Okay, wir müssen die Leiter da irgendwie rüberbekommen, kann das sein? Verstecken vor ihr? Wo konnte ich mich denn jetzt gerade verstecken vor ihr? Fällt mal auf. Das kommt da jetzt durchgerannt. Ich muss noch schneller sein. Eieiei. Da ist doch, warte mal, ich muss kurz was gucken. Nehmen wir mit. Dann noch ein Kopf, den man austauschen kann. Gehen wir hoch. Oder sind da diese mit den Löchern da? Ist das noch so ein? Tatsächlich. Gucken wir uns die Hüte mal an. Ja, wir haben noch einen Blechdosenkopf. Jetzt nehmen wir mal die Blechdose. Wie cool ist das denn? Aber wahrscheinlich hab ich schon irgendwelche übersehen. Gab es bestimmt schon mehrere Hüte. War ziemlich cool. Der Blechdosenmann kommt. Ich bin der Blechdosenmann. Achtung, und los geht's. Der läuft er denn nie? Das ist total nervig. Du willst loslaufen und der läuft ja nicht los. Da musst du immer 30 Mal draufdrücken, bevor er das macht. Nochmal. Wieso kriegt sie mich denn schon wieder? Ich bin doch schon am Laufen. Noch schneller kann man doch gar nicht. Na gut, jetzt machen wir nochmal. Ah!
eine Chance gebe ich mir noch. Durchgeslidet, okay. Das geht. Wenn man durchrutscht, geht es wahrscheinlich besser. Links oder rechts kann ich da nicht, kann ich nur nach oben klettern. Also ich könnte so um den Turm rumgehen. Das kann ich doch auch. Ich kann sagen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie uns da nicht erwischt. Alter, ist eklig. Aber schnell bewegen. Nochmal. Okay, ich kann mich um den Kissen kann ich nicht rumrennen, aber ich kann nur bei den Büchern rumklettern. Okay, das ist gut zu wissen. Alter, ist die eklig. Kurz mal die Höhe klettern und dann ein bisschen Absprung schaffen. Okay, also hier können wir nicht längs, aber hier können wir längs. Ich glaube, da sollen wir nicht hin, okay. Ja, hier kann ich aber auch nicht hochklettern. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Ja. Gehen wir in diese Richtung? Nirgendwo hin. Ah, warte mal. Kann man das umkippen hier irgendwie? Bücherstapel? Hier kann ich noch aufklettern. Bringt mir nichts. Da kann man auch nicht, kann ich nicht so weit rein. Da komme ich nicht so weit rein. Auch raus runter. Da. Ah, warte mal hier. Das sieht aus wie Schleifspuren von der Bücherbox. Ziehen wir die mal mit. Ah, die soll ich doch garantiert hier vor die Tür packen, damit sie darüber stolpert. Nee, damit ich einen Griff machen kann. Wow. Perfekter Zeitpunkt, um zu stoppen und hier direkt beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.